Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spore. Hier ist unsere kleine Welt, hier sind unsere Sephiraten und wir sind immer noch in der Stammesphase. Und Animationen werden poliert, schön und gut, haben wir eine bessere Qualität. Keine Ahnung, warum ich immer mit euch den Ladebildschirm teile, einfach nur, weil ich das, ja, möchte. Die sehen übrigens ziemlich cool aus. Ja, wir sind halt wie gesagt noch in der Stammesphase und wenn ihr euch daran erinnert, wir hatten ja vor, die anderen zwei Dörfer, die uns sehr feindlich gesinnt sind, auf irgendeine Art und Weise zu versuchen, die freundlich einzunehmen oder gegenüberzutreten oder wie auch immer. Momentan sammeln wir ja noch ein paar Ressourcen. Ne? Wir haben hier 69 und die laufen dort alle schön herum und sammeln fröhlich herum. Das Braundorf ist ja momentan unser Freund. Das Lila Dorf und Lavendeldorf hasst uns. Hier ist Cyan, oder wie wird das hier genannt? Doch, Cyan und Gründorf haben wir leider schon umgebracht, wobei ich am liebsten sogar das Gründorf als Freund behalten hätte, weil Gründorf, ich mag die Farbe Grün, vor allem so ein Hellgrün. Ja, wie man hier unten sieht, nur noch zwei fehlen uns, bis wir auch wirklich weiterkommen. Ich lass die jetzt nochmal ganz kurz weitersammeln. Stammesplaner. Oh, wir haben neue Waffen, aber die sind uns ausnahmsweise mal egal. Wir wollen nur alle drei Instrumente haben, die haben wir sogar vertreten. Und ich habe vergessen, ich wollte mir ja mal, auch noch, yay! Los, schöne Musik. Oh oh. Okay. Hier, macht euch zu Fackelhainis. Und ihr macht euch zu Heilern. Ich möchte jetzt nicht, dass es hier irgendwie. Und dann versammelt euch alle hier. Haben wir noch irgendwie. Wer zu verkleiden ist, los! Oh, die sind ja schon angekommen. Los, mach kaputt da. Mach kaputt, was kaputt gehört. Oh, jetzt will auch noch Lila Dorf was von uns oder was? Okay, einer ist schon mal tot. Greift alle den da an. Go, go, Power Rangers. Oh, ein Heiler ist gestorben anscheinend. Und der da. Ja, Lavendeldorf kommt auch noch auf uns zu. Gerade leicht suboptimal. Kamera. Stop it. What are you doing? Stop! So, dann machen wir mal einfach die dann nochmal schnell kaputt. Apropos. Yay, und da kommt erneut Braundorf. es ist. Nee, es ist nicht noch jemand gestorben. Gerade eben sieht ziemlich gut aus. Oh. Heidi. Sofort. Und du heilst ihn mit. Oh, es ist gerade eben jemand gestorben. Fokussiert mal den da. Der ist fast tot. Da gibt es noch irgendwelche Gemetzel. Ich lasse sie einfach mal machen. Da ist noch einer gestorben. Ah, nicht schön. Sind jetzt alle kaputt, ja? Anders? Oh, das Geschenk. Holt's mal jemand ab. Holt's jetzt jemand ab? Bitte? Danke? wir warten kurz, bis die letzten beiden auch noch. Ja, die sollen ruhig mal.
alle was fressen. Braundorf möchte deinen Stamm etwas schenken. Ey, die übertreiben es jetzt aber ein bisschen, ja? Der hat sogar noch das Geschenk in der Hand und geht zum Fressen. Ja, Braundorf, wir haben dich auch lieb. Wir könnten denen eigentlich auch mal was schenken, wenn ich wüsste, wer es geht. Hey, machst du da hinten Musik? Ich finde das so herrlich. Kommt, vielleicht funktioniert das ja jetzt. FIFA Pinata! Du da solltest was essen. Beziehungsweise, komm, frisst du mal alle was. Und wenn die dann durch sind, möchte ich die nochmal ein bisschen verteilen, dass ich dann eventuell Lavendel oder Lila. Ne, Pinkdorf ist die kleinere Gefahr. Wir müssen dann Lavendeldorf als erstes versuchen, irgendwie einzunehmen. Beziehungsweise freundlich zu stimmen, das wäre vielleicht die bessere Möglichkeit. Wie schön die sich dann aber auch alle darum gruppieren. Dann gucken wir mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und den Stammesführer, der halt leider nichts machen kann. Holzhörner. Didgeridoo. Maracas. Und die drei machen wir dazu. Und danach müssten wir theoretisch mit allen losgehen zu Lavendeldorf. Beziehungsweise erstmal alle dahin. Ich möchte erstmal sie hier so schön sammeln. Auf freundlich stimmen schon mal. Und nach Möglichkeit ein Feuerwerk anfangen, dass sie uns zuerst freundlich gesonnen sind. Jo, jetzt sind sie uns freundlich gesonnen. Und jetzt reden wir mit denen. So. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich hoffe mal. Wir sind ja gerade eben alle da. Gut. Das ging auch noch ganz gut. Das ist mir gerade egal. Komm, einmal noch. Jawohl, ja. Und damit haben wir sie freundlich. Eine volle 10. Ach, ich finde das so herrlich. So, und dann gehen wir mal. Und damit haben wir zwei weitere Sachen erhalten für unser Dorf, die wir jetzt bauen könnten, und einen weiteren Totem. Schade, ich hätte eigentlich Lavendel und Pink umbringen sollen. Du hast das Lavendeldorf zum Verbündeten gemacht. Dein Totem ist beinahe vollständig. Du kannst ihre Werkzeuge und Outfits verwenden. Du findest sie im Stammesplaner. Dann mal schnell zurück. Ein paar wilde Mistviecher klauen uns unser Essen. Ganz viele Markierungen auf dem Boden. Was für ein Arschloch, wie viel kann er... Sorry, wie viel kann er sich überhaupt reinstopfen? Wir müssen natürlich wieder warten, bis das hier aufgeladen ist. Das hier, das Feuerwerk. Geh weg! Kusch, 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 kusch. Wollte ich denn angreifen? Nein! Ja, okay. Gut, wir hätten mal alle zusammenladen und dann geben wir nochmal ein bisschen unsere Nahrungsvorräte aufstocken, auch wenn wir mehr als genug haben. Eigentlich. Dann frisst jeder nochmal ein bisschen was und dann...
So, zwei fehlen dann noch. Einer fehlt dann noch. Ja, dann können alle mal eben kurz nochmal was verknusen und danach lassen wir den mal kurz ein bisschen Nahrung sammeln. Lamendeldorf ist unser Freund. Pinkdorf wird keine große Gefahr, da da eh nur 9 sind. Ja, dann sammeln wir nochmal kurz ein bisschen Nahrung, warten bis unsere Fähigkeit hier aufgeladen ist. Und wenn diese wieder da ist, dann gehen wir zu Pinkdorf und übernehmen sie durch unsere freundliche Gewalt an massig Leuten. Ich glaube, das ist wirklich der Planet heißt Eferaten, beziehungsweise unsere Heimatstadt. Oh, guck mal, da unterhalten sich welche. Über Musik, über Wissen, über die Wissenschaft als solches. Schön. Aber jetzt auf zur Arbeit. Boah, wie brutal die Titane auseinanderreißen. Das ist aber so ereignislos, das gerade eben. Ich könnte ja mal einen, oder beziehungsweise den, sagen, der kann ja mal ein bisschen Party machen. Während die Untertanen natürlich die Arbeit verrichten müssen. Das ist Arbeitsaufteilung. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich die das Spiel so herrlich finde. Ich finde diese ganzen kleinen Sachen einfach geil. Eieiei! Wo ist die Pinata, hä? Wo ist die Pinata? Oh, guck mal. Die kommandieren sich automatisch ab von der Arbeit, wenn die merken, es gibt nichts großartig zu tun. Dann machen wir nochmal 4 Markers. 4 Holzhörner. 3 Raketen. Ja, und die 4 habe ich wohl gar nicht richtig markiert. Zu Markers. Ne, das sind Markers. Holzhörner haben wir auch. Die fehlen uns, genau. Und dann können wir noch einmal... wir können ja nochmal versuchen, wirklich den zu einem... das zu machen, aber es geht nicht, ne? Nein. Gut, dann lasse ich alle nochmal essen. Und dann gehen wir zu Pinkdorf rüber. Mal versuchen, die irgendwie von uns zu überzeugen. Der Feuerwerk ist ja gleich wieder da. Wir können uns ja Zeit lassen. Das ist wohl eine so ziemlich der kürzesten Phasen, die es gibt. Außer vielleicht die nächste Phase. Die kann unter Umständen... Yay! Wo sind die denn? Ich finde dieses Lied so geil. So richtig schöne Fahrstuhlmusik. Oh, und die verehren die auch. Ganz ehrlich, lobpreise den, der diese Idee dazu hatte. Naja, okay. Widmen wir uns der Aufgabe. Einmal darüber. Beziehungsweise einmal auf dem Weg dazwischen kurz sammeln. Pling! So schön. So. Und dann wollen wir nochmal erstmal gleich das Feuerwerk entzünden. Nicht angreifen. Ist alles okay. Tada! Das ist schön aus. Okay, ein paar kämpfen da gerade eben. Hört auf zu kämpfen, Leute. Nein! Stop it! Hört damit auf! Und 3 sind schon zugrunde gegangen, ja? Okay, dann sind wir jetzt 9-9. Wir haben wohl das Spiel ein bisschen kaputt gemacht.
Gut, das wird so schnell nichts. So, einmal. Zweimal. Es ist nicht gut, wie es gerade verlief. Nimm mal das damit. Dann könnt ihr auch direkt danach alle was mal essen. Der wird deinen Korb bestimmt gleich ablegen. Dann warten wir nochmal, bis die großgezogen wurden und bis die Fähigkeit wieder bereit ist. Weil die sind uns bestimmt gleich wieder böse gesonnen. Wenn jemand von euch mal Traumschiff Surprise geguckt hat, dann versteht er das wohl, wie ich das gerade meine. Ich soll eine wilde Kreatur sozialisieren. Okay. Ach, schön. So, wir brauchen noch ein Didgeridoo. Die heißen sogar so. Wow. du kannst ein Holzhornteil werden. Und dann mache ich noch ein Didgeridoo. Perfekt. So, dann können wir jetzt nochmal gucken, ob die uns immer noch freundlich gesonnen sind. Tatsache. Dann gehen wir da mal kurz hin. Und versuchen das Ganze noch einmal. Diesmal auf eine friedliche Ebene, bitte. Kommt ihr? Holzhörner. Das sind die Rasseln. Ich sollte vielleicht auch die 1, 2, 3 Tasten benutzen. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja. Keine Zwischensequenz. Doch, okay. Die haben so lustige Hüte auf. Du hast das Pinkdorf zum Verbündeten gemacht. Dein Totem ist vollständig. Du kannst jetzt die Zivilisationsphase beginnen. Dein Stamm ist Alleinherrscher. Okay, wenn man das so sehen möchte mit drei Verbündeten. Wenn du für die Zivilisation bereit bist, klicke auf die auf den Weiterentwickeln-Button. Klicke hier, um deine erste Stadt zu gründen. Danach geht es zu den Designer, wo du dein Rathaus und erste Fahrzeuge stellst. Ja, ich will aber noch nicht dahin. Ich will erstmal hier irgendwie... Orndorf möchte einen Stamm etwas schenken. Die sind aber auch... arschkriecherig drauf, ne? Das werden wir so lange nicht mehr hören. Beziehungsweise kann ich... um für sie zu musizieren. Ja, nee, ich möchte aber... Nee, Geschenk machen geht nicht. Ja, 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 geh mal aus dem Weg. Ich möchte ein Geschenk annehmen. Dankeschön, Braundorf. So. Und danach machen wir nochmal einen Gruppenkampf zum Lagerfeuer. Braundorf ist aber richtig nett. Ich finde das einfach so klasse mit diesem... Los, alle Mann. Müsste eigentlich genug Platz sein für alle.